Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe heute einmal den Hintergrund gewählt, der normalerweise für unsere auf Posten stehenden Sendungen gebraucht wird. Und zwar aus gutem Grund. Es geht mir nämlich heute um Weltereignisse und ganz besonders um Ereignisse, die sich in Syrien stattfinden. Und die Frage, die sich stellt, ist, hat die Bibel irgendetwas über die Zukunft Syriens zu sagen? Oder vielleicht auch die Vergangenheit? Was sagt uns die Bibel über Syrien? Syrien ist ja heute sehr wohl ein Gebiet, das sehr oft in den Nachrichten erwähnt wird. Kaum ein Tag geht vorbei, wo man nicht irgendetwas Neues über Syrien hört. Nun, in der Bibel wird Syrien mit Aram gleichgesetzt und damit sind die Syrer dann die Aramäer. Und einige Übersetzungen, wie die Lutherbibel, schreibt vielfach Aram, aber wenn Sie andere moderne Übersetzungen zu Hilfe nehmen, dann werden Sie feststellen, dass gleich sowohl das Wort Syrien als auch Aramäer und Aram gebraucht wird. Geschichtlich gesehen gab es schon interessante Gegebenheiten bezüglich, was sich so in Syrien ereignet hat. Ich möchte zunächst einmal auf eine Stelle hinweisen, die wir im Buch Hosea finden. In Hosea Kapitel 12 und schauen wir uns einmal Vers 13 an. Hosea Kapitel 12 und Vers 13. Da wird ein wenig darüber berichtet, was der Jakob tun musste. Sein Name wurde ja dann in Israel nachher umgenannt. Er war ja der Sohn von Isaak und Rebekka. Er musste ja vor seinem Bruder Esau oder Edom fliehen. Und wir lesen hier in Hosea Kapitel 12 und Vers 13, Jakob musste fliehen in das Land Aram. Also der Jakob floh nach Syrien. Interessant. Und wie wir noch sehen werden, ist die Wechselbeziehung zwischen Jakob oder Israel und Syrien eine ganz interessante. Die ganze Bibel hindurch. Also hier floh der Jakob nach Syrien. Und dann heißt es hier, und Israel, denn der Name Jakob wurde ja dann in Israel umgenannt. Also Israel musste um ein Weib dienen. Um eine Frau musste er die Herde hüten. Da können wir uns daran erinnern, dass damals der Jakob oder Israel die Rebekka haben wollte, aber zunächst hat dieser Onkel von ihm, der Laban, ihm die Frau Lea gegeben, die ältere Schwester, und so hat dann Jakob noch einmal für 7 Jahre gedient, um dann eben Rebekka erhalten zu können. Schauen wir, hier wird also Syrien in dem Sinne in einem positiven Lichte gebraucht. Aber wir finden auch andere Begebenheiten, wo Syrien oder Aram gar nicht so positiv beschrieben wird, wie zum Beispiel im 2. Buch Samuel. Und schauen wir uns diese Stelle kurz an. 2. Buch Samuel im 8. Kapitel. 2. Buch Samuel im 8. Kapitel. Da wird nämlich über David gesprochen. Und der David, der hatte sehr viele Kriege geführt. Das war natürlich ein Problem, wie wir alle wissen. Er durfte deshalb den Tempel nicht bauen, weil Gott keineswegs wollte, dass David Kriege führte. Und er war eben ein Mann des Krieges. Und im 2. Samuel Kapitel 8 lesen wir in Vers 5. 2. Samuel Kapitel 8 und Vers 5. Es kamen aber die Aramäer, also die Syrer, von Damaskus, also von der Hauptstadt Syriens, Damaskus, wie sie ja heute nach wie vor die Hauptstadt ist. Also die kamen jetzt von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Soba, zu helfen, wer immer auch das war. Und David schlug von den Aramäern 22.000 Mann. Aber dieser Krieg hatte natürlich auch ganze Folgen, bestimmte Folgen, und dieser Krieg dann hat sich dann weiter ausgeweitet. Wir lesen auch später, dass Salomo, König Salomo, mit den Aramäern, den Syrern, Krieg führte. Eine lange Zeit hindurch. Aber ich möchte hier auf eine Stelle aufmerksam machen, die wir im 2. Buch Könige finden. Im 2. Buch Könige, im 16. Kapitel. Und wir werden noch sehen, wie ich meine, hat diese Stelle möglicherweise prophetische Bedeutung. Nun, zunächst einmal geht es hier um etwas, was damals geschah. Im 2. Buch Könige, Kapitel 16, angefangen in Vers 5. Und achten wir jetzt ein wenig auf die Mitspieler sozusagen, die Figuren, die Personen, die hier eine Rolle spielen. Da heißt es in 2. Könige 16 und in Vers 5, damals zogen Rezin, der König von Aram, also dieser Rezin war der König, der Herrscher von Syrien, und Pekach, oder Pekah, der Sohn Remaljas, der König von Israel,
hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Und sie belagerten Ahas, den König von Juda, in der Stadt, aber sie konnten sie nicht erobern. Schauen wir, hier finden wir eine Koalition zwischen Syrien und Israel gegen Juda. Nun, hier muss einiges dazu gesagt werden. Die meisten Menschen heute meinen, dass alles das, was so Israel war im Alten Testament, das sind heute die Juden. Das ist keineswegs der Fall. Hier wird eine deutliche Unterscheidung getroffen, wie in vielen Stellen der Bibel, zwischen was das Haus Israel anbelangt und dem, was das Haus Juda bedeutet und angeht. Das waren zwei verschiedene Nationen sogar. Ursprünglich stammten die natürlich alle von Israel oder Jakob ab. Das waren dann die Söhne von Israel. Aber dann unter dem Sohn von König Salomo gab es eine Reichsspaltung. Und diese Reichsspaltung hat sich dann in zwei Nationen entwickelt. Das Haus Israel und das Haus Juda. Und die Juden heute sind Teil des Hauses Juda. Also der Staat Israel im Nahen Osten ist keineswegs mit Israel, dem Israel der Bibel, zu identifizieren. Der Staat Israel im Nahen Osten ist mehr oder weniger das Haus Juda. Das Haus Israel, die 10 Stämme, die waren nie jüdisch. Juda war ja nur ein Sohn von den 12 Söhnen von Jakob oder Israel. Das Haus Israel war nie jüdisch. Und die gingen dann in die Gefangenschaft unter den Assyrern. Das Haus Juda ging erst viel später in die Gefangenschaft unter König Nebukadnezar von den Babyloniern. Aber die kehrten zurück ins gelobte Land. Schauen Sie, das Haus Israel, die kehrten niemals zurück ins gelobte Land. Und deswegen spricht sogar auch die Bibel von den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Nun, die gibt es noch irgendwo, auch heute. Die gab es damals auch schon. Aber es sind keine Juden. Und das ist das, was man begreifen muss. Die meisten Menschen heute verstehen das nicht. Und wenn sie Prophezeiungen lesen über Israel, dann meinen sie, es bezöge sich auf die Juden. Es bezöge sich auf das Haus Israel im Nahen Osten. Das ist keineswegs der Fall. Das Haus Israel, wie man das klar nachweisen kann, befindet sich heute hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Großbritannien. Und natürlich auch in anderen Gegenden, wie zum Beispiel auch in Europa, in Kanada, in Neuseeland, in Australien. Zwei Stämme werden ganz besonders ausgeführt, und zwar ist das Ephraim und Manasse. Das waren die Söhne Josefs, und Josef war einer der Söhne von Israel oder Jakob. Und der Jakob, der hat diese beiden Söhne Josefs, also seine Enkelkinder, adoptiert und hat sie gesegnet und hat gesagt, auf denen sollte sein Name Israel ruhen. Und wir werden nachher noch viele Stellen über Ephraim lesen. Und Ephraim und Manasse sind heute in England, in Großbritannien und in Amerika anzutreffen. Und das muss man verstehen, wenn man die biblischen Prophezeiungen verstehen will, die uns nämlich sagen, was mit dem modernen Israel, mit Ephraim, mit Manasse, mit dem Haus Israel, nicht dem Staat Israel, nicht den Juden, sondern dem Haus Israel geschehen wird. Aber kehren wir jetzt hier zu dieser altertümlichen Geschichte zurück. Da hatten wir also gelesen, dass der König von Syrien und der König von Israel sich verschworen haben gegen den König von Juda. Vers 6. Zu dieser Zeit brachte Rezin, der König von Aram, der König von Syrien, Elat wieder an Edom. Auch Edom ist eine interessante Nation. Das ist heute die Türkei. Aber das nur nebenbei. Also der brachte jetzt Elat wieder an Edom und vertrieb die Judäa aus Elat. Danach kamen die Edomiter und wohnten darin bis auf diesen Tag. Aber Ahas sandte Boten zu Tiglat-Pileser, dem damaligen König von Assyrien, und ließ ihm sagen. Also der König von Juda, der ging jetzt zu dem König von Assyrien, um von ihm Hilfe zu erlangen. Auch hier muss man wissen, wer heute Assyrien ist. Ich habe dies ja bereits mehrfach in den Predigten bereits zum Ausdruck gebracht. Heute findet sich hauptsächlich Assyrien in, was wir so als Deutschland und auch Österreich bezeichnen würden. Die deutschsprachigen Völker heute sind die Nachfahren hauptsächlich der damaligen Assyrer. Und auch das muss man verstehen, wenn man begreifen will, was die Bibel über die Zukunft von Assyrien zu sagen hat. Es gibt einige Assyrer noch im Irak heute, die dort leben, aber das ist nur eine Minderheit. Die hauptsächliche Mehrheit der modernen Assyrer sind, wie ich sagte,
in Deutschland, Österreich und anderen deutschsprachigen Ländern zu finden. Aber hier ist jetzt dieser Ahas, der sendet zu dem damaligen König von Assyrien, dem Tiglath-Pileser, und er lässt ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram, von Syrien, und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das ich in dem Hause des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte dem König von Assyrien Geschenke. Und der König von Assyrien hörte auf ihn und zog herauf gegen Damaskus, Damaskus, der Hauptstadt von Syrien, und eroberte es und führte die Einwohner, also die Einwohner von Damaskus, die Syrer, weg nach Kir. Achten Sie darauf, Kir, eine interessante Bezeichnung, auf die kommen wir noch zu sprechen, und tötete Rezin. Vers 10. Und der König Ahas zog Tiglath-Pileser entgegen, dem König von Assyrien, nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas zum Priester Uriah Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Und wir werden danach noch lesen, wie dieser König von Juda greuliche Götzendienste betrieb, weil er dem Beispiel der Assyrer und auch der Syrer folgte. Aber achten wir darauf und denken wir daran, dass damals der König von Assyrien gegen Syrien, gegen Israel kämpfte und hat die Syrer damals in eine Gegend als Sklaven gebracht, die die Bibel Kir nennt. Nun, eine mögliche Bezugnahme auf die damaligen Ereignisse können wir möglicherweise in Jesaja finden, Jesaja Kapitel 8. Schauen wir uns diese Stelle kurz an. Jesaja Kapitel 8, die Verse 3 und 4. Jesaja Kapitel 8 und die Verse 3 und 4. Das geht natürlich um eine Zeit noch vor der Geburt Christi offensichtlich. Denn hier heißt es nämlich, ich ging zu der Prophetin, das ist der Jesaja. Die ward schwanger und gebar einen Sohn. Die Vermutung ist die, dass das also natürlich seine Frau war. Der Jesaja hat jetzt also mit der Prophetin, die scheinbar eine Prophetin war, seine Frau, Geschlechtsverkehr, und die gebar einen Sohn. Und der bezog sich natürlich auch symbolisch gesehen auf die spätere Erscheinung von Jesus Christus. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn Raube bald, eile Beute. Denn ehe der Knabe rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien. Und viele Parallelstellen weisen eben auf diese Stelle in 2. Könige hin, die wir gerade gelesen haben, die also scheinbar insoweit hier im Zusammenhang steht. Aber wie ich sagte, möglicherweise hat diese Stelle in 2. Könige auch noch eine dualistische, prophetische Bedeutung für uns heute. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Zunächst einmal möchte ich kurz auf neutestamentliche Begebenheiten eingehen, was also hier mit Damaskus und mit Syrien im Zusammenhang steht. Zunächst einmal natürlich die berühmte Stelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Da finden wir eine Beschreibung von Saulus, der ja dann zu dem Apostel Paulus wurde. Aber der war eben nicht immer schon der Apostel Paulus. Er war zunächst einmal Saulus, jemand, der sehr nachhaltig gegen wahre Christen vorging. Und so lesen wir hier in Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 1, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, also dieser Hauptstadt von Syrien, die es damals bereits gab, die es heute nach wie vor gibt, da umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Also Saulus verfolgte Jesus, indem dass er die Jünger Jesu verfolgte. So sieht Gott das. Steh auf und geh in die Stadt, Vers 6, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Vers 7, die Männer aber, die seine Gefährten waren, die standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, da sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.
Und dann kommt natürlich jetzt diese wunderbare weitere Folge dieser Erzählung, dass nämlich jetzt Saulus zu Paulus wird, dass er jetzt getauft wird, dass er geheilt wird von seiner Blindheit. Aber schauen wir uns an hier in Vers 10, was geschrieben steht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Und er sagt jetzt also Gott ihm im Traum, was er tun soll, dass er eben den Saulus finden soll und ihn taufen soll. Aber wir sehen, dass damals es Jünger gab, Nachfolger Jesu Christi, die in Damaskus lebten. Und dass Paulus, damals noch Saulus, auf dem Weg zu Damaskus, um die Jünger dort zu verfolgen, geblendet wurde, diese Vision hatte und dann zur Bekehrung kam. Nun, Paulus, wie Sie sich denken können, hat dies niemals vergessen. Es war eine solche gewaltige Erscheinung, eine Umwandlung seines Lebens, die ja nun dazu führte, dass Paulus dann einer der größten Apostel der Geschichte wurde. Und er spricht dann auch sehr häufig davon, zum Beispiel in Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26, da lesen wir zum Beispiel die Verse 19 und 20. Apostelgeschichte 26, die Verse 19 und 20. Es ist dies eine Verteidigungsrede, die er damals vor dem König Agrippa abgibt, nachdem ihn die Juden verklagt hatten und alle Dinge so gegen ihn vorgebracht hatten, die der Wahrheit nicht entsprachen. Und er sagt jetzt hier in Vers 19, daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus. Also das Erste, was Paulus tat, war, denen die Wahrheit zu verkünden, die er ursprünglich verfolgen wollte, in Damaskus. Sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten, das heißt hier Buße tun, besser würde übersetzt sein, sie sollten bereuen und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Reue tun. Vers 21, und deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Die wollten das keineswegs, dass man sich jetzt zu Jesus Christus bekehrte, dass man sich zu Gott dem Vater bekehrte. Die haben ja damals Christus abgelehnt. Die meisten Juden tun das heute auch noch. Die glauben ja keineswegs daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Paulus hat das niemals vergessen. Paulus war bereit, den Weg zu lehren und hat dadurch auch sehr viele Verfolgungen auf sich nehmen müssen, weil er eben bereit war, Gottes Weg zu lehren. Er schreibt auch davon im 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 11. Und schauen wir uns an, wo diese Verfolgung in diesem Falle stattfand. 2. Korinther, Kapitel 11, in Vers 32 und in Vers 33. In Damaskus fand diese Verfolgung statt. Die Stadt, in die er ursprünglich gehen wollte, um die Juden zu verfolgen, oder vielmehr die Christen zu verfolgen, wurde er dann selbst von den Juden verfolgt. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener und wollte mich gefangen nehmen, sagt Paulus hier. Und ich wurde in einem Korb durch ein Fenster die Mauer hinuntergelassen und entrann seinen Händen. Die Juden hatten den aufgestachelt gegen den Paulus. Die wollten also, dass der Paulus gefangen genommen würde, dass er dann umgebracht würde. Also wiederum in Damaskus war dies geschehen, dass Paulus da Verfolgung erleiden musste, aber er wurde von dieser Verfolgung errettet. Sie können sich später einmal eine Stelle im Buch Ezekiel anschauen, im 27. Kapitel. Denn dort findet sich eine Stelle, hauptsächlich in Vers 18, die uns sagt, dass Syrien, Damaskus, in der Zeit, die wir die Endzeit nennen, kurz vor der Wiederkunft Christi, finanzielle, wirtschaftliche Beziehungen haben wird mit einem Gebilde, das dort mit Tyros beschrieben wird. Aber Tyros ist nichts weiter als eine symbolische Beschreibung des babylonischen Systems, das auch im Buch der Offenbarung, Kapitel 17, beschrieben wird. Es handelt sich um die gleichen Dinge hier, die gleichen Städte. Im Alten Testament wird diese Stadt mit Tyros wiedergegeben, im Neuen Testament mit Babylon. Es ist das gleiche System, ein System, das sich ursprünglich aus dem Römischen Reich entwickelt hat, dem damaligen alten Römischen Reich. Das ist ja gefallen. Das sollte aber 10-mal erneuert werden. Offenbarung Kapitel 17 und 18 beschreiben ein religiöses, aber auch wirtschaftliches System der letzten Wiederauferstehung des Römischen Reiches in Europa. Und was wir heute erleben in Europa, ist ja eine Vereinigung von europäischen Staaten. Und die wird dahin führen, dass 10 Nationen oder Nationengruppen sich entwickeln werden, die aus dieser Vereinigung herauskommen werden,
sich daraus entwickeln werden, Teil von Europa sein werden und bleiben werden, aber sich daraus entwickeln werden, eine Führungsrolle übernehmen werden, wie man ja auch heute vielfach von dem Europa der zwei Geschwindigkeiten hört oder von den Kernstaaten. Und die werden ihre Macht und ihre Gewalt dem Tier übertragen. In der Offenbarung wird ja viel von dem Tier gesprochen. Das Tier ist niemand anderes als der moderne König von Assyrien. Der wird auch der König des Nordens genannt. Der wird sogar identifiziert im Alten Testament als der König Jareb. Oder auch der Großkönig, wie er manchmal in einigen Übersetzungen beschrieben wird. Das ist keine Bezugnahme auf das, was im Alten Testament zur damaligen Zeit geschehen ist. Das sind Prophezeiungen für die Zukunft. Und ursprünglich wird auch Syrien wirtschaftliche Beziehungen haben, wie die meisten Länder, mit diesem babylonischen Wirtschaftssystem. Aber Dinge werden sich ändern. Schauen wir uns einmal Jesaja Kapitel 17 an. Denn hier sagt uns Gott sehr deutlich, was mit Syrien geschehen wird. Syrien in der Prophezeiung, wie man das sagen könnte. Jesaja Kapitel 17. Und lesen wir die Verse 1 bis 4 zunächst einmal. Jesaja Kapitel 17, die Verse 1 bis 4. Schauen Sie, in meiner Bibel, der revidierten Lutherbibel, heißt es als Überschrift: gegen Damaskus und das Nordreich Israel. Es geht also hier um das Haus Israel, nicht um das Haus Juda. Das muss man auseinanderhalten. Aber dies ist eine Prophezeiung, wie wir sehen werden, für die Zukunft noch, aber die unmittelbare Zukunft. Da heißt es in Kapitel 17 und Vers 1, dies ist die Last für Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufen. Seine Städte werden verlassen sein für immer, dass Herden dort weiden, die niemand verscheucht. Und es wird aus sein mit dem Bollwerk Ephraims. Erinnern wir uns, Ephraim, einer der beiden Söhne Josefs, der Enkel von Jakob oder Israel. Er wird so aus sein mit dem Bollwerk Ephraims und mit dem Königtum von Damaskus. Und dem Rest von Aram wird es gehen, wie der Herrlichkeit Israels, spricht der Herr Zebaoth. Vers 4. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs gering sein und sein fetter Leib wird mager sein. Es geht hier um eine Niederlage sowohl von Syrien als auch von dem Haus Israel. Und es heißt, dass dies zu der Zeit geschehen soll. Nun, der Ausdruck zu der Zeit bedeutet immer eine Bezugnahme auf einen Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Zumindest ist das der Zeitpunkt, wenn diese Prophezeiungen beginnen. In der Bibel wird vielfach auch von dem Tag des Herrn gesprochen. Der wird manchmal mit zu der Zeit gleichgesetzt. Der Tag des Herrn. Eine Zeitspanne, die vielleicht so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Eine Zeitspanne, wenn Gott, der Herr, in das Weltgeschehen eingreifen wird. Schauen Sie, die meisten Menschen heute meinen, dass diese Welt Gottes Welt sei. Da gibt es sogar Bilder oder Lieder vielmehr davon, die davon sprechen, dass dies Gottes herrliche Welt ist. Wissen Sie, dass Gott keineswegs der Herrscher dieser Welt ist? Laut Bibel? Laut Bibel ist Satan, der Teufel, der Herrscher und sogar der Gott dieser Welt. Es ist Satan, der auf diesem Thron sitzt, auf dem Thron dieser Erde. Christus kam, seine Jünger herauszurufen aus dieser Welt, sodass wir keinen Anteil haben sollen an den Dingen, die in dieser Welt vor sich gehen. Denn Satan ist der Herrscher dieser Welt. Schauen Sie, wenn Gott eingreifen wird, wird sich das Blatt wenden. Dann wird es dazu kommen, dass Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde zurückschickt, um Satans Herrschaft zu beenden. Um die Herrschaft über diese Erde im Reich Gottes anzustreben und zu beginnen. Aber heute ist das noch nicht Gottes Welt. Christus wurde von Satan versucht. Und Christus wurde gesagt von Satan, wenn du mich anbetest, gebe ich dir alle Herrschaft über alle Königreiche dieser Welt. Und Christus sagte ihm keineswegs, du kannst mir das nicht geben, weil du das nicht besitzt. Er wusste, dass Satan nach wie vor der Herrscher dieser Welt war und sein würde, bis Christus zurückkommen würde, um die Herrschaft von Satan zu übernehmen. Satan in ein Gefängnis zu werfen, wie es im Buch der Offenbarung heißt, sodass er für 1000 Jahre die Völker nicht mehr verführen kann. Hier geht es um diesen Zeitpunkt. Kurz vor der Wiederkunft Christi, zu der Zeit, wird es dem Haus Israel böse ergehen. Und noch schlimmer wird es den Syrern ergehen.
Syrien, Damaskus. Und wenn Sie diese ganze Prophezeiung weiterlesen, dann finden Sie in Vers 7 wiederum eine Bezugnahme zu dem Zeitpunkt, wo es heißt zu der Zeit. Und auch in Vers 9, das Ihnen zeigt eben, dass es sich hierbei um Prophezeiungen für die Zukunft handelt, wenn der Tag des Herrn beginnt, der ja auch in der Offenbarung beschrieben wird. Kommt zunächst die große Trübsal, dann kommen die himmlischen Zeichen und dann beginnt der Tag des Herrn, der allerdings zunächst einmal beschrieben wird als ein Tag des Zornes Gottes, weil Gott zornig ist über diese Welt, weil sie eben nicht so lebt, wie sie leben sollte. Schauen wir uns nun eine Stelle in Jeremia Kapitel 49 an. Jeremia Kapitel 49 und die Verse 23 bis 27. Jeremia Kapitel 49 und die Verse 23 bis 27. Auch hier steht in meiner Bibel als Überschrift Weissagung gegen Damaskus. Und dann heißt es wieder Damaskus. Hamat und Arpad sind zu Schanden geworden. Sie sind verzagt, denn sie hören ein böses Gerücht. Ihr Herz bebt vor Sorge. Sie sind so erschrocken, dass sie nicht Ruhe finden. Vers 24. Damaskus ist verzagt und wendet sich zur Flucht. Es zittert und ist in Ängsten und Schmerzen wie eine Frau in Kindsnöten. Vers 25. Wie sie nun verlassen ist, die berühmte und fröhliche Stadt. Darum wird ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen fallen. Und alle ihre Kriegsleute werden umkommen zur selben Zeit. Zu der Zeit. Es geht wiederum um den gleichen Zeitpunkt des Tages des Herrn. Spricht der Herr Zebaoth. Vers 27. Und ich will an die Mauern von Damaskus Feuer legen, dass es die Paläste Ben-Hadads verzehren soll. Der Untergang von Damaskus, der Untergang von Syrien wird hier klar und deutlich beschrieben. Zu einem Zeitpunkt, der noch in der Zukunft liegt. Aber nicht unmittelbar in einer sehr fernen Zukunft, sondern in einer sehr nahen Zukunft. Schauen wir uns auch eine weitere Stelle im Buch Amos an. Einer der sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament. Der findet sich nach dem Buch Joel. Und er findet sich vor dem Buch Obadja und Jona. Also wenn Sie jetzt bei Jona angelangt sind, sind Sie zu weit vorgedrungen. Und in dem Buch Amos wird nämlich auch sehr viel gesagt über Syrien, über Aram, Syrien. Sowohl was die Geschichte anbelangt, als auch was sehr viel wichtiger jetzt ist, wenn es sich hier um das Buch Amos dreht, was die Zukunft anbelangt. Da lesen wir nämlich zunächst einmal in Amos Kapitel 1 eine Prophezeiung für die Zukunft von Syrien. Amos Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. So spricht der Herr. Amos Kapitel 1, Vers 3. Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Damaskus will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben, sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hazaels, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren. Das gleiche, was wir eben schon bereits gelesen haben, aber hier wird noch mehr gesagt im Buch Amos. Und zwar finden wir eine interessante Stelle in Vers 5. Und das ist jetzt sehr wichtig zu beachten, denn denken wir daran, was wir bereits gelesen haben im Alten Testament, also zu den alttestamentlichen Zeiten, was hat der König von Assyrien getan? Nun, er hat Damaskus zerstört, er hat die Syrer damals gefangen genommen und sie an einen Ort gebracht als Sklaven, der dort in der Bibel mit Kir, K-I-R, beschrieben wird. Nun schauen wir uns Vers 5 an. Und ich will die Regel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner aus Bikat-Aven und den, der das Zepter hält, aus Bel-Aden ausrotten. Und das Volk von Aram, das Volk von Syrien, soll nach Kir weggeführt werden, spricht der Herr. Erneut in der Zukunft sollen die Syrer wiederum in dieses Gebiet gebracht werden, das die Bibel mit Kir bezeichnet, aber als Sklaven. Denn, schauen wir uns einmal Amos Kapitel 9 an. Amos Kapitel 9 und Vers 7. In Amos Kapitel 9 und Vers 7 wird nämlich uns erzählt, was ursprünglich mit Aram, mit Syrien geschehen war. Amos Kapitel 9 und Vers 7. Da sagt Gott: Seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Mohren oder die Äthiopier, wie es heißen sollte, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus Ägypten geführt, und zwar aus der Sklaverei, wie wir alle wissen, und die Philister aus Kaftor
und die Aramäer aus Kir. Also die Aramäer waren scheinbar ursprünglich in Kir versklavt. Und Gott hat sie aus dieser Sklaverei befreit. Damals, wie er auch damals Israel aus Ägypten befreit hat. Aber in Amos Kapitel 1 lesen wir eine Prophezeiung für die Zukunft, dass die Syrer wiederum versklavt werden und nach Kir gebracht werden als Sklaven. Wie auch Israeliten und Juden versklavt werden in der Zukunft. Wie uns andere Bibelstellen dies uns zeigen. Und einige werden auch wieder nach Ägypten gebracht werden. Und andere werden in Assyrien Sklaven sein, im modernen Assyrien. Also hier sehen wir, dass Kir wiederum erwähnt wird im Zusammenhang mit Syrien. Nun, Sie können sich nachher eine Stelle in Jesaja 22 anschauen, in Vers 6. In Jesaja 22 und Vers 6 wird nämlich davon gesprochen, dass Kir eine der Nationen sein wird, eine der Völkerschaften sein wird, die in der Endzeit letztendlich gegen Jerusalem zu Felde ziehen werden. In Sacharja Kapitel 14 wird mehr darauf eingegangen. Sacharja Kapitel 14 und lesen wir die Verse angefangen in Vers 1. Und hier wird auch deutlich etwas gesagt. In meiner Bibel heißt es hier als Überschrift: Jerusalem und die Völkerschaft am Tag des Herrn. Darum geht es. Es geht um den Zeitpunkt des Tages des Herrn, der, wie ich sagte, so ungefähr ein Jahr oder so vor der Wiederkunft Christi beginnt und dann in der Wiederkunft Christi kulminiert oder gipfelt und dann natürlich noch weiter andauern wird, weil letztendlich ja dann Christus auf dieser Erde herrschen wird. Dann wird es tatsächlich der Tag sein, die Zeitspanne sein, wenn Gott auf Erden herrschen wird. Sacharja 14 und Vers 1, siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte, Jerusalem, unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und wie ich sagte, Kir wird eine dieser Nationen sein. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Das wird der Zeitpunkt seiner Wiederkunft sein. Vers 4 sagt uns, und seine Füße werden stehen zu der Zeit. Wiederum der gleiche Zeitpunkt, der Tag des Herrn. Der Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommen wird. Zu der Zeit wird er stehen auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und hier ist auch interessant, was in Vers 5 gesagt wird, zum Ende des Verses. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und die Heiligen, das sind Sie und ich, wenn wir Gottes Geist haben, wenn wir bekehrt worden sind, wenn wir nicht mehr die Wege dieser Welt gehen, sondern wenn wir tatsächlich Jünger Christi geworden sind, wie Paulus, wie all die vielen anderen, die die Bibel erwähnt, dann werden wir mit Christus an diesem Tage in Jerusalem sein, wenn diese Ereignisse stattfinden werden. Wer ist Kir? Nun, die Bibel zeigt uns nicht unbedingt, wer Kir ist. Es gibt allerdings eine Stelle in Jesaja Kapitel 15. Schauen wir uns die einmal kurz an. Jesaja Kapitel 15, die andeuten könnte, wer oder was Kir ist. Denn da geht es gegen Moab. Moab, heute Jordanien und Teil des westlichen Iraks. Da heißt es, dies ist die Last für Moab. Des Nachts kommt Verheerung über Ar in Moab. Es ist dahin. Des Nachts kommt Verheerung über Kir in Moab. Es ist dahin. Also hier könnte eine Bezugnahme auf dieses Kir vorhanden sein, wo also damals der König von Assyrien die Syrer hinverschleppt hat und wo laut Amos auch in der Zukunft die Syrer als Sklaven hinverschleppt werden. Nun, einige meinen, das ist möglicherweise auch nicht Moab, sondern es könnte sich um eine Gegend handeln, die in Apostelgeschichte 2 erwähnt wird. Schauen wir uns einmal Apostelgeschichte 2 an. Apostelgeschichte 2, die berühmte Stelle, wo natürlich alle Menschen da in Jerusalem versammelt waren und da wurde dann der Heilige Geist ausgegossen über die,
die den Heiligen Geist erhalten sollten. Zu dem Zeitpunkt, es war ja das Pfingstfest, das da gehalten wurde. Und in Apostelgeschichte 2 und Vers 10, da werden so einige angeführt, die gegenwärtig waren. Und da heißt es, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom. Nun, das Wort Kyrene ist lateinisch für Kyr, K-I-R. Und er heißt hier also Kyrene oder Kyr in Libyen. Nun, das ist nicht total akkurat übersetzt. Andere Übersetzungen haben hier deutlicher, es handelt sich um die Grenze zwischen Libyen und Ägypten, aber noch auf ägyptischem Boden. Und so ist also hier eine Möglichkeit, dass sich Kyr auf eine Gegend in Ägypten bezieht, die an Libyen sich angrenzt. Nun, andere Übersetzungen, andere Kommentare, andere Lexika haben da andere Ideen. Ich möchte Ihnen kurz mal einen Überblick geben. Es wird zum Beispiel gesagt, dass einige meinen, Kyr sei in Albanien. Andere sagen, Kyr sei in Medien, was damals Medien war, heute Russland oder die Ukraine. Dann meinen einige, es handele sich hierbei um einen Ort im südlichen Babylon oder im modernen Assyrien. Und natürlich auch ist das südliche Babylon ja letztendlich das System, über das Assyrien letztendlich herrschen wird. Und so ist es also nicht unbedingt klar, wo jetzt Kyr sein wird, wohin also die Syrer dann als Sklaven verschleppt werden. Aber interessant ist schon, was hier zum Ausdruck kommt. Und ich habe hier ein Zitat aus der Living Bible. Und die schreiben, letztendlich geht es darum, dass hier gesagt wird, dass die Syrer, die aus der Versklavung herausgebracht worden waren, wieder in die Versklavung gehen werden. Das wird in den Stellen von Amos Kapitel 1 und Amos Kapitel 9 zum Ausdruck gebracht. Nun, es wird nicht eindeutig gesagt, wer derjenige sein wird, der Syrien erobern und vernichten wird und wer dann die Syrer versklaven wird. Aber wie ich sagte, wenn die Geschichte unser Führer ist, dann könnte man sich vorstellen, dass das, was damals geschehen ist, als der damalige König von Assyrien gegen Syrien vorging und Syrien belagerte und vernichtete und dann die Syrer versklavte, dass so etwas Ähnliches in der Zukunft wieder geschehen könnte. Und da gibt es nämlich sehr viele interessante Schriftstellen, die dies untermauern könnten. Schauen wir uns einmal Hosea an. Hosea Kapitel 12. Zunächst einmal Hosea Kapitel 12. Da lesen wir in Vers 3, oder 1 bis 3, aber ich fange mit 1 an. In Ephraim, und denken wir daran, wer Ephraim ist. Ephraim war ja einer der beiden Söhne von Josef. Heute Bezug nehmend auf das Haus Israel, hauptsächlich Großbritannien und die Vereinigten Staaten. In Ephraim ist allenthalben Lüge, wider mich. Und im Hause Israel, das bezieht sich jetzt auf alle der Stämme des damaligen Hauses Israel, der 10 Stämme, nicht unbedingt das Haus Juda. Und im Hause Israel falscher Gottesdienst. Und wie wahr ist diese Aussage? Wenn wir uns heute diese Staaten anschauen, finden wir dort wirklich wahren Gottesdienst? Keineswegs. Keineswegs. Und das hat damals Gott schon vor vielen Tausenden von Jahren prophezeit. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. Also auch hier wiederum der Unterschied zwischen dem Haus Israel und dem Haus Juda. Aber Gott sagt, auch die Juden, die halten sich nicht an mich. Vers 2. Ephraim weidet Wind und läuft dem Ostwind nach. Und täglich mehrt es die Lüge und Gewalttat. Sie schließen mit Assur, mit Assyrien einen Bund. Ein Vertrag wird hier abgeschlossen werden. In der Zukunft noch. Zwischen Assyrien und Ephraim, hauptsächlich Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Die schließen mit Assur einen Bund und natürlich mit Deutschland und bringen Öl nach Ägypten. Vers 3. Darum wird der Herr mit Juda rechten, er wird Jakob heimsuchen nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Also es wird ein Vertrag geschlossen werden zwischen Israel, dem Haus Israel und Assur. Oder Deutschland. Wie auch damals, denken wir daran, zunächst einmal ein Vertrag, wenn man das so sagen will, geschlossen wurde mit dem Haus Juda.
und Assyrien. Aber die Erzählung geht noch weiter, denn wir finden nämlich auch in Kapitel 5 und Vers 13 von Hosea, Hosea 5 und Vers 13, denn es wird nämlich auch Juda sein, die sich an Deutschland wenden werden um Hilfe. Als aber Ephraim seine Krankheit und Juda seine Wunde fühlte, eine Wunde könnte möglicherweise auf eine Entscheidung im Krieg hindeuten, in einem Krieg, die sehr negativ ausfallen wird für Juda, für das Haus Juda, für den Staat Israel im Nahen Osten. Denn darum geht es hier. Wenn von Juda die Rede ist, geht es um den Staat Israel im Nahen Osten, hauptsächlich. Also Juda fühlt seine Wunde. Da zog Ephraim hin nach Assur. Also jetzt sollen die Ephraimiten, die Briten, möglicherweise auch die Amerikaner, die wollen jetzt Hilfe bei Assyrien finden. Und schickte zum König Jareb, nun die Mengebibel übersetzt, und Juda schickte zum Großkönig oder zum König Jareb. Also beide, das Haus Israel, das moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda, wollen bei Assyrien Hilfe finden. Und der dann Führer von Assyrien wird dieser König Jareb sein. Jareb heißt so viel wie streitsüchtig. Ein Führer, der auch mit dem Tier in dem Buch der Offenbarung identisch ist, der mit dem König von Assyrien identisch ist, mit dem König des Nordens identisch ist. Bei dem wollen sie Hilfe suchen, wie damals ja auch einige bei dem damaligen König von Assyrien Hilfe gesucht haben. Aber es heißt weiter in Vers 13, der kann euch nicht helfen, noch eure Wunde heilen. Also es wird dies ein vergebliches Unterfangen sein, aber es wird zunächst einmal versucht werden. Wir wissen ja, dass der König des Nordens oder der König von Assyrien im Nahen Osten einfallen wird. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass die jetzt beide, sowohl das Haus Israel als auch das Haus Juda, nach dem König von Assyrien kommen werden, um ihn zu bitten, einzugreifen im Nahen Osten, Frieden zu schaffen, möglicherweise. Und die Europäer werden mehr und mehr dazu jetzt aufgefordert, auch sogar von den Arabern und auch von den Juden im Nahen Osten tätig zu werden, weil man das Vertrauen in Amerika und auch England verloren hat. Und der König von Assyrien wird diesem Beginnen nachkommen. Der wird tatsächlich dort einfallen, wie uns Daniel Kapitel 11 uns das sagt. Aber er wird nicht einfallen, um da jetzt den Juden und auch den Engländern und Amerikanern helfen zu wollen. Schauen wir uns einmal an, was Jesaja 10 über den noch zukünftigen König von Assyrien zu sagen hat. Jesaja 10, die Verse 5 bis 7. Da sagt Gott in Jesaja Kapitel 10 und Vers 5: Wehe Assur, der meines Zornes ruhte und meines Grimmes Stecken ist. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich zürne, dass er es beraube und ausplündere und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Gott wird es dazu kommen lassen, dass der moderne König von Assyrien gegen sowohl Britannien als auch die Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg ziehen wird und er wird sie schlagen. Er wird gewinnen, weil Gott dies zulässt. Aber es heißt hier dann, in Vers 7, aber er meint es nicht so. Er versteht sich als Instrument Gottes, sondern sein Herz denkt nicht so, sondern sein Sinn steht danach zu vertilgen und auszurotten nicht wenige Völker. Das ist, was er will. Und so werden wir diesen König von Assyrien dann auch als jemanden dann sehen, der von Gott in die Zange genommen wird, sozusagen. Wir finden ja auch, was über das Tier dann berichtet wird im Buch der Offenbarung. Aber der Punkt ist eben der, dass sich beide zunächst einmal, sowohl Amerika als auch Großbritannien, an Assur um Hilfe wenden werden. Und Assur wird dann tatsächlich zunächst einmal eingreifen. Aber er wird nicht den Juden helfen. Und er wird auch nicht den Amerikanern helfen und den Engländern. Kehren wir zu Hosea Kapitel 7 zurück. Hosea Kapitel 7. Und lesen wir die Verse 11 und 12. Hosea Kapitel 7, Vers 11. Da heißt es, denn Ephraim ist wie eine törichte Taube. Also Ephraim, Großbritannien und auch im weiteren Sinne dann die USA, die sich leicht locken lässt. Die sind eine Taube, die sich leicht locken lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an. Dann laufen sie nach Assur. Aber indem sie hin und her laufen, will ich mein Netz über sie werfen und sie herunterholen wie Vögel unter dem Himmel. Ich will sie strafen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist.
wie es der Kirche Gottes verkündet ist. Wie die Kirche Gottes dies heute ihnen verkündigt. Gott wird es zulassen. Er wird sogar aktiv daran teilnehmen, dass Amerika und Großbritannien ihrer Sünden wegen bestraft werden. Im nächsten Krieg unterliegen werden. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt Deutschland so viel gerechter ist wie Großbritannien oder Amerika. Ganz im Gegenteil. Auch die werden dann letztendlich bezahlen müssen für das, was sie getan haben und tun werden. Aber diese Hilfeleistung, die man sich von dem modernen König von Assyrien wünscht, die wird nicht kommen. Und wir lesen dies auch noch einmal in Hosea Kapitel 5, die Verse 14 und 15. Nachdem es also heißt, dass sie sich an Assyrien wenden, der aber nicht helfen kann, dann heißt es hier in Vers 14, denn ich, sagt Gott, bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Also wiederum zwei verschiedene Nationen werden hier angesprochen. Ephraim oder das Haus Israel und dann das Haus Juda. Ich, sagt Gott, ich zerreiße sie und gehe davon, ich schleppe sie weg und niemand kann sie retten. Total unabhängig davon, was wir heute so hören, wie machtvoll und kräftig noch Amerika ist. Wenn Gott eingreift, wenn Gott dies alles geschehen lässt, dann wird niemand da sein, der Amerika retten kann. Das ist prophezeit in Ihrem Buch der Bibel, wenn Sie eines haben. Und so heißt es hier in Vers 15, und ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Und wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Heute suchen die Amerikaner, die Briten Gott nicht wirklich. Und die Juden auch nicht. Und keine Nation tut es wirklich. Aber die Zeit wird kommen, wenn es geschehen wird. Schauen Sie, der moderne König von Assyrien wird Juda und Israel genauso wenig helfen, wie er es damals getan hat. Denn wenn wir uns eine Stelle im zweiten Buch Chronik anschauen, dann erfahren wir mehr darüber, was damals dieser König von Assyrien getan hat, im 28. Kapitel 2. Chronik 28, und lesen wir, angefangen in Vers 16, wie das damals sich so entwickelt hat. Zu derselben Zeit sandte der König Ahas von Juda zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Also etwas, was auch im Buch Hosea beschrieben steht, was noch in der Zukunft erneut geschehen wird. Deswegen sagte ich eben schon, dass diese Stelle in 2. Könige durchaus vielleicht dualistische Bedeutung haben mag. Vers 17, aber es kamen abermals die Edomiter und schlugen Juda und führten einige weg. Und auch die Philister fielen ein in die Städte im Hügelland und im Südland Judas und eroberten Bet-Shemesh, Ayalon, Gederoth und Socho mit seinen Ortschaften und Timna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Ortschaften und wohnten darin, Vers 19, denn der Herr demütigte Juda um des Ahas willen, des Königs von Juda, weil er in Juda ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und sich am Herrn versündigte. Auch damals war Gott bereits schon, was das Haus Juda und das Haus Israel anbelangt, beteiligt. Es war dies ja ursprünglich eine Theokratie, aber die haben sich ja dann von Gott abgewandt. Vers 20, und so zogen auch gegen ihn, König von Juda, der ursprünglich ja diesen König von Assyrien um Hilfe bat, so zogen auch gegen ihn Tiglat-Pileser, der König von Assur, und er bedrängte ihn und half ihm nicht. Denn obwohl Ahas das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Oberen plünderte und es dem König von Assur gab, der half es ihm nichts. Schauen Sie, auch damals schon nicht, und auch in der Zukunft wird es nichts bringen. Dazu, Vers 22, versündigte sich der König Ahas in seiner Not noch mehr am Herrn, und dann begann er sogar noch Götzendienst zu treiben. Also schauen Sie, damals schon hat der König von Assyrien in Wahrheit nicht dem König von Juda geholfen, und auch in der Zukunft wird dies nicht der Fall sein. Zwar wird das jüdische Volk, der Staat Israel und sogar auch England und Amerika sich an Assyrien wenden, das Haupt der Europäischen Vereinigung, um Hilfe, um einen Vorteil zu erlangen, vielleicht im Nahen Osten einzugreifen, um dort Frieden zu stiften, aber es wird alles nichts bringen. Laut Bibel wird alles nichts bringen. Wir werden sogar von der schrecklichen Nachricht konfrontiert, dass sowohl Amerika als auch Großbritannien als auch Juda in die Gefangenschaft geführt werden. Nun, wir wissen alle, dass damals unter Hitler
Hitler durchaus willens war, Angriffe gegen Amerika zu führen, gegen England zu führen, gegen natürlich Israel zu führen, den Staat Israel gab es damals ja noch nicht, aber die Juden, um die zu versklaven. Wir wissen das. Damals hat das nicht so geklappt im Großen und Ganzen. In der Zukunft wird es allerdings geschehen. Schauen wir uns an, was Hosea Kapitel 5 uns sagt. Hosea Kapitel 5 und in Vers 9. Eine Prophezeiung, die Gott ausspricht über Ephraim. Denken wir daran, Ephraim hauptsächlich Großbritannien heute und die USA. Technisch gesehen ist Manasse heute die USA, der zweite Sohn von Josef. Der Josef hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Aber Jakob sagt in seiner Prophezeiung, seinem Segen über beide Enkelkinder, dass Ephraim, obwohl er nicht der Erstgeborene war, zum Erstgeborenen werden würde, geschichtlich gesehen. Und er würde dann also der Anführer sein von ganz Israel, dem Hause Israel, sodass, wenn hier von Ephraim die Rede ist, sowohl England gemeint ist, als auch in weiterer Anwendung die Vereinigten Staaten von Amerika. Und so heißt es hier, denn Ephraim wird zur Wüste werden, Hosea 5 und Vers 9, zur Zeit, wenn ich sie strafen werde. Davor habe ich die Stämme Israels treulich gewarnt. Wiederum wird gesagt, dass Gott diese Warnung aussprechen wird, bevor diese Ereignisse stattfinden werden. Ich verkündige heute ihnen diese Warnung, wie sie hier im Buch Hosea beschrieben steht. Die meisten lachen darüber. Die meisten denken, dass das überhaupt gar keine Anwendung findet für die Zukunft. Sie werden sehr überrascht sein, ein böses Erwachen finden. Schauen wir uns letztendlich noch eine weitere Stelle an, die klar und deutlich sagt, dass sowohl Amerika als auch Großbritannien als auch Juda versklavt werden in der unmittelbaren Zukunft. Ich spreche nicht von 50, 60 Jahren in der Zukunft. In Jeremia, Jeremia Kapitel 30, Jeremia Kapitel 30. Dies als letzte Stelle heute. Jeremia Kapitel 30 und Vers 3. Und dann lese ich noch ein weiteres Kapitel im Jeremia ein bisschen später. Jeremia Kapitel 30 und Vers 3. Denn siehe, heißt es hier, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden will. Also das Geschick bezieht sich sowohl auf das Haus Israel als auch auf das Haus Juda. Also die Israeliten, da es hier um eine Zukunftsprophezeiung geht, die müssen genau existieren. Das sind die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Das sind nicht die Juden, waren nie die Juden gewesen. Die meisten Menschen haben keinerlei Idee davon, dass es überhaupt noch so etwas wie das verlorene Haus Israel gibt und wo die sein mögen. Aber Gott kennt sie natürlich, er weiß, wo sie sind, und er sagt, ich werde ihr Geschick wenden, sagt der Herr, denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Schauen Sie, das Haus Israel besitzt dieses Land heute keineswegs. Und auch das Haus Juda oder die Juden heute besitzen nur einen Bruchteil von dem, was Gott damals gesagt hatte, was das gelobte Land sein würde. Und schauen wir uns nun Kapitel 33 an. Jeremia Kapitel 33 und in Vers 7. Auch hier wird wiederum das Gleiche gesagt. Ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wider mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wider mich gesündigt und gefrevelt haben. Das wird die Zukunft bringen. Wenn sich die Menschen in der Sklaverei, in der Versklavung befinden werden, dann werden sie erkennen. Dann werden sie erkennen, warum dies alles geschehen ist. Und dann werden sie sich zu Gott bekehren. Und sie werden diese Botschaft gehört haben, dass diese Sklaverei über sie kommen wird, weil sie gegen den wahren Gott der Bibel gesündigt haben. Weil sie seine Wege nicht gegangen sind. Weil sie vielmehr die Wege der Welt gegangen sind. Und die Welt ist ja unter der Herrschaft des Teufels. Sie werden das dann erkennen. Heute erkennen das die wenigsten. Und dann werden sie bereuen. Und dann werden sie, wie Paulus es gesagt hat, Werke der Reue tun. Und werden sich
bekehren aus der Finsternis und werden zum Licht kommen wollen, das uns nur Gott geben kann. Beten wir, meine lieben Freunde, dass dieser Zeitpunkt schnell kommen wird, dass das herrliche Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden wird, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird. Wir beten ja doch, dein Reich komme. Wir wissen doch, es ist noch nicht da. Aber bald wird es hier sein. Und dann wird es eine Zeit des Wohlstandes geben, eine Zeit des Friedens, wie sie diese Welt noch nie erlebt hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.